So, dann sitzen alle Ihnen allen zum letzten Mal in dieser Runde. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, in dem Fall nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Ich freue mich wie immer, dass beide Cheftrainer da sind, Norbert Meyer, Markus Kauzinski. Herr Meyer, der Gast, hat auch am Ende der Saison das erste Wort. Bitte schön. Ja, ich fand, dass es, obwohl es für beide Mannschaften um nicht mehr so viel ging, noch ein recht ansehnliches Spiel war. Da haben wir schon viel schlimmeren Sommerfußball gesehen in solchen Spielen. Ich denke, beide waren nicht gewillt, dieses Spiel unbedingt verlieren zu wollen. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Der KSC ist in Führung gegangen und das rechne ich meiner Mannschaft hoch an, dass sie weiter alles probiert hat und wir den Ausgleich gemacht haben. Und ja, jetzt haben wir wieder einen neuen Rekord aufgestellt, glaube ich, mit 18 Unentschieden. Aber auch die zählen zu unseren 42 Punkten, die wir jetzt haben, mit dazu. Und wir gehen zufrieden jetzt in die bevorstehende Sommerpause, haben noch 3 Freundschaftsspiele. Und meinem Kollegen wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg, viel Freude beim neuen Job. Lass dich nicht unterkriegen, du wirst es schon schaffen. Dankeschön. Dankeschön, Norbert Meyer. Markus, bitteschön. Danke sehr. Naja, ich gehe gut gestählt hier von Karlsruhe weg. Ja, vielen lieben Dank. Erstmal an der Stelle, ich habe das ja schon mal gesagt, für die Zusammenarbeit über die gesamte Zeit. Es war sehr angenehm. Sportlich heute, wir sind Siebter. Ich hätte natürlich gern gewonnen. Wir haben Chancen gehabt zu gewinnen, denke ich. Haben Konter schlecht ausgefahren am Ende nach der Führung. Haben dann aber auch um Gegentor gebettelt. Und von daher geht, denke ich, das Unentschieden unterm Strich auch in Ordnung. Und wir haben, glaube ich, nochmal alles probiert. Siebter Platz, wenn ich das mal das große Ganze sehe in der zweiten Liga in den 3 Jahren. Im 5. Platz, im 3. und im 7. Platz, glaube ich, können wir zufrieden sein. Und wenn man heute nochmal sieht, wie die Jungs auch verabschiedet worden sind, glaube ich, dass wir hier eine Mannschaft hatten, mit der man sich wirklich, wirklich identifizieren konnte. Und wir haben heute auch nochmal alles probiert, nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Aber das war, glaube ich, heute nur eine Nebensache. Ich glaube, ein Sieg hätte dann auch nicht viel mehr gebracht. Von daher können wir jetzt gut damit leben. Ja, ansonsten war es, glaube ich, ein schöner Abschied. Auch für die Spieler war es, glaube ich, nochmal schön, einfach diesen Schlusspunkt hier zu finden. Und jetzt ist Schluss. Dankeschön.